ich begrüße euch hier und heute mal wieder zu einem relativ kurzen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder aus der LON Online-Meisterschaft hier aus F1 23. Es geht rein in das 10. Rennen der Saison und zwar CUTA Circuit of the Americas. Tja, warum ist das heutige Video eigentlich so kurz? Normalerweise sind die Videos immer ein bisschen länger hier. Liegt ganz einfach daran, dass ich immer die Highlights hier für euch zusammenschneide und nachkommentiere und ja, wenn es wenig zu erzählen gibt, wenig Highlights gibt, dann ist das Video natürlich auch entsprechend kurz. Im umgekehrten Schluss, wenn es ein bisschen mehr was zu erzählen gibt und viel passiert ist, ist das Video auch ein bisschen länger. Ich muss mich an dieser Stelle tatsächlich auch nochmal bei euch entschuldigen, denn ich hatte letztes Mal beim großen Preis von Katar, der gar nicht mal so uninteressant gewesen ist, auch wenn da die Teilnehmerquote ähnlich gering ausgefallen ist hier wie bei diesem Rennen. Ich hatte bei diesem Rennen gesagt, es handelt sich dabei um den Tiefpunkt der Saison, was zumindest mal die Anmeldungen angeht. Das möchte ich hiermit korrigieren. Es waren Katar und CUTA gemeinsam. Und ja, woran hat das gelegen? Ich hatte es ja in meinem letzten Video bereits gesagt und es haben sich auch auf diesen Aufruf hin einige neue Spieler in dieser Liga hier angemeldet, die in den nächsten Rennen dann auch zum ersten Mal mit dabei sein werden. Teilnehmerquote ist gefallen, es haben sich einige abgemeldet und generell manche Leute sind einfach unzuverlässig und zusätzlich on top of that kam noch die Tatsache, dass diese beiden Rennen hier während der Herbstferien gefahren wurden. Das bedeutet, manche ja, waren einfach nicht zu Hause, sind verreist, mit den Eltern unterwegs, wie auch immer. Es gibt auch manche Spieler hier, die halt auch noch ein bisschen jünger sind. Ich bin übrigens auch verreist gewesen, deswegen habe ich das letzte Rennen hier vor, ich glaube, das war nämlich der große Preis von Österreich, den konnte ich nicht antreten, weil ich zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, im Urlaub gewesen bin. Deswegen werden wir das hier überspringen. Aber ganz am Ende des Videos, da könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten, da werdet ihr endlich mal wieder eine aktuelle Tabelle sehen, zumindest nach dem großen Preis der USA hier auf dem Circuit of the Americas. So, ich hoffe, ihr lasst jetzt auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da, auch wenn das heutige Video, ich gebe es zu, nicht das Interessanteste sein wird, was ihr jemals auf YouTube gesehen habt. Und ich würde sagen, danach können wir auch, beziehungsweise können wir jetzt schon ohne weiteres in den inhaltlichen Teil dieses Rennens reinstarten. Und wie wir sehen können, Qualifying ist schon in vollem Gange. Ich war einmal inkompetent, ungültige Rundenzeit an einer Stelle, die ja unnötig gewesen ist, definitiv. Und diese Runde, die wir jetzt hier gerade sehen, das ist die schnellste Runde, die ich hier imstande war zu setzen. Ich muss zum Hintergrund sagen, ich war, wie gesagt, im Urlaub. Ich hatte, bevor ich dieses Rennen hier gefahren bin, anderthalb Wochen circa kein Formel 1 gespielt und bin danach zeitlich auch irgendwie nicht dazu gekommen, hier für diese Strecke zu trainieren, zumal mein Teamkollege hier und heute ausnahmsweise auch nicht dabei gewesen ist, obwohl der Clio eigentlich ein wirklich sehr, sehr zuverlässiger Spieler ist, aber er hat manchmal einfach auch eine Nachtschicht. Und deswegen überschneidet sich das dann leider manchmal mit den Rennzeiten. Also, summa summarum, meine Vorbereitung für dieses Rennen war gleich null, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich mich jetzt hier eines Zeitfahr-Setups bedient und hatte auch, wie gesagt, überhaupt keine Vorbereitung. Vor dem Hintergrund, ja, war ich gar nicht mal so unzufrieden mit dieser 1:32.6. Obwohl, ja, man muss es natürlich auch realistisch betrachten, es sind hier und heute auch nicht so viele Spieler am Start. Aber ich kann euch versprechen, das wird die nächsten Rennen definitiv wieder besser. Herbstferien sind dann vorbei gewesen und es gibt wieder deutlich mehr Action auf der Strecke. Das an dieser Stelle nur mal zu eurer allgemeinen Information, bevor wir jetzt hier gleich reinstarten in den großen Preis von Texas CUTA. So, 5 rote Lichter gehen jetzt an. Und Rennen ist jetzt freigegeben und der Apollo auf der linken Seite hat komplett verschlafen. Das war ein sehr, sehr schlechter Start. Den können wir da direkt ausbeschleunigen, versuchen hier mittig uns zu positionieren. Aber der Maxi da auf der rechten Seite bremst doch einen Ticken später tatsächlich. Und so konnten wir nur in Anführungszeichen eine Position erstmal gut machen. CUTA eine Strecke, die auch sehr schwierig ist insgesamt, insbesondere halt auch mit den Track Limits. Und das halt in Kombination mit, ja, wenig Übung, wenig Vorbereitung ist schon eine ziemlich tödliche Kombination. Aber wir wollen uns erstmal auf das Renngeschehen hier konzentrieren. Hier auf der rechten Seite der Red Bull bremst da auch wieder sehr, sehr spät. Der Start war okay, jetzt musst du wachsam sein. Ah, den haben wir da so ein bisschen in die Auslaufzone gedrückt, aber
War meiner Meinung nach an dieser Stelle noch fair. Sehen den Abstand nach vorne jetzt schon bei 16 Sekunden. Ja, und hier, das ist so ein Easter Egg auf dieser Strecke. Du musst, oder sagen wir mal, du musst diesen Curb wirklich so komplett klippen. Insbesondere halt auch im Qualifying, da sparst du dir enorm viel Zeit. Normalerweise müsste das Spieler eigentlich sagen, ungültige Rundenzeit oder eine Verwarnung aussprechen, tut es aber an dieser Stelle nicht. Und ich meine tatsächlich, dass das in den vergangenen Jahren auch schon so gewesen ist. Also, da sehen wir an den Track Limits oder an den Verwarnungen, da tut sich eigentlich gar nicht mal so viel. So, springen wir zur Runde 4. Wir sehen den Abstand nach vorne zum Salzigen, das sind 1,6 Sekunden. Also wir merken schon in der frühen Phase des Rennens, ich war hier und heute echt nicht so auf der Pace, ja, innerhalb von 4 Runden außerhalb des DS-Fensters gelangt. Und das war halt aufgrund von einfach unkonstantem Fahren, ja. Ich habe viele Bremspunkte nicht getroffen, kein Selbstvertrauen gehabt beim Anbremsen, nicht gewusst, wo ich komplett aufs Gas gehen kann. Also im Grunde genommen, ja, deutlich zu wenig Streckenkenntnis für das Niveau, was jetzt hier in dieser Liga gefahren wird. Und das merkt man dann natürlich direkt, ja. Und da braucht man auch gar kein Geheimnis drum machen, während wir hier jetzt, ja, kompletten Lockup auf der Hinterachse haben. Habt ihr gesehen, das sah ganz, ganz kurios aus. Einmal komplett mit dem Fahrzeug da rumgeslidet. Und das sind halt auch so Erfahrungswerte oder, ich sag mal, das sind so Situationen, die du halt in dem Testrennen vorher sicherlich schon mal gehabt hättest und dann hättest du feststellen können, aha, okay, ja, in dieser Kurve solltest du vielleicht im Rennen nicht auf 55% Bremskraftverteilung fahren, sondern möglicherweise auf 56% Bremskraftverteilung, während wir hier jetzt schon wieder richtig am Struggeln sind und da fast die Kiste verloren hätten und der Abstand nach vorne jetzt schon bei über 2 Sekunden, also 2,5 Sekunden aktuell. Und ja, da kommt er dann vorbei, der Placebo und auch der FCR Forever, also direkt 2 Positionen verloren. Und das ist natürlich nicht das, was man sich von einem idealen Rennverlauf ja, vorstellt. Wir sind jetzt hier Runde 6 von 28, also es sieht hier aktuell wirklich danach aus, als ob es hier um einen Kampf um maximal P6 gehen würde, denn die Führungstruppe, die ist halt schon deutlich weiter weg. Der Apollo 2,5 Sekunden hinter uns. So, hier DRS-Fenster vor dem 100-Meter-Schild. Da bremsen war zu spät und da kriegen wir direkt vom Spiel eine 30-sekündige Zeitstrafe aufgedrückt, die natürlich, ja, ungerechtfertigt ist, definitiv, weil, ja, das war ja kein Abkürzen, das war ja nichts, das war ja eigentlich nur ein Ausweichen und, deswegen, ja, im Worst-Case-Szenario hätte ich mir die Strafe sicherlich aberkennen lassen können, während der FCR Forever jetzt hier gerade die Kiste in die Wand gesammelt hat. Genau zum richtigen Moment, denn jetzt können wir an die Boxengasse gehen und uns die Harten holen, um damit dann das Rennen zu Ende zu fahren. Aber, ja, wie gesagt, also jetzt gerade hier die Strafe, die wir da gekriegt haben, die hätte man sich theoretisch aberkennen lassen können. Und wir haben gerade gesehen, der salzige Dustin ist den Placebo draufgefahren, hat jetzt also beim Restart direkten, ja, beschädigten Frontflügel und lässt uns dann netterweise auch vorbei, weil er natürlich wusste, okay, sein Rennen ist damit auf jeden Fall gelaufen. War sicherlich, ja, ein unglücklicher Fehler. Ja, ich meine, solche Sachen können passieren. Deswegen vertrete ich ja die Devise, immer so ein bisschen versetzt zu fahren während des Safety Cars. Denn so kommst du eigentlich fast gar nicht in die Situation, jemandem hinten drauf zu fahren, selbst wenn der, ja, unvorhergesehen nochmal bremsen sollte oder so. Aber ja, da muss selber jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Wir haben es gerade wieder gesehen, eine Streckenbegrenzung überschritten. Auch da, das ist so eine Kurve, die echt schwierig ist ohne Linienkurven. Also nach wie vor, ich hatte schon mal ein Video darüber gemacht, was die schwierigsten Kurven im gesamten Formel-1-Spiel sind. Und das war eine Kurve, die definitiv mit dabei war. Das hier Duell gegen den Mr. Apollo, Rad an Rad in die Hanan-Kurve rein. Und da verlieren wir so ein bisschen die Kontrolle über den Wagen. Apollo immer noch links daneben und dann, ja, hat er den etwas kleineren Winkel und kann den Alpha Tauri dann vor uns positionieren. Also, ja, Rennen läuft
gerade echt nicht gut, hat schon schlecht begonnen und im weiteren Verlauf des Rennens ist das Ganze nicht besser geworden, während wir hier die nächste unnötige Verwarnung kriegen. Deswegen machen wir doch direkt mal einen Cut zur Runde 26 und 28. Der Apollo hat scheinbar relativ viel ERS verbraten. Da bremsen sie auf die Innenseite rein und ziehen vorbei am Alpha Tauri-Piloten. Tja, und in den weiteren 12 Runden bis Runde 28 und 28 ist eigentlich echt nichts passiert. Das ist ja irgendwie so ein bisschen auch das Traurige. Ich war halt, wie gesagt, relativ früh im Rennen schon hinten an, ja. Ich hatte dann keine Möglichkeit mehr, irgendwie mich ranzurobben. Meine Pace hier und heute echt unterdurchschnittlich, also einfach nicht gut genug. Und die Gründe habe ich euch eben aufgeführt. Von daher, ja, war das hier und heute wirklich, also für mich persönlich, das unbefriedigendste Rennen, was ich in dieser Saison bisher gefahren bin. Und hat auch extrem wenig Spaß gemacht insgesamt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wie gesagt, so wenig Spieler am Start und mein eigener Teamkollege war nicht dabei. Also, ja, ich bin im Grunde genommen komplett ein einsames Rennen gefahren und deswegen, ja, war das definitiv kein Rennen, was wirklich so vorzeigbar gewesen ist. Ich habe es euch zu Beginn des Videos gesagt. Wie gesagt, das ist hier eine Serie auf YouTube, deswegen müssen solche Rennen halt auch gezeigt werden. Ich habe versucht, das Ganze hier nicht unnötig lang zu strecken. Am Ende ist es dann ein sechster Platz. Die Strafe abzuerkennen hätte keinen Sinn gemacht, weil der Apollo hinter mir unter 3 Sekunden dran war. Von daher, ja, ist es der sechste Platz und jetzt schauen wir uns endlich nach 3 Videos oder so mal wieder die Fahrertabelle an. Also wir haben auf P1 den Maxi, auf P2 den TSR Chaos, das ist der Placebo-Birke. Auf Platz 3 sind wir dann, ja, da sehen wir es, in Österreich konnte ich nicht dabei sein, habe ich euch eben erläutert. Dahinter haben wir dann Lux, dahinter der Nick, Turbo Typhoon, Calvin und mein Teamkollege auf P8 aktuell. Also Fahrer-Weltmeisterschaftstechnisch ist da noch alles offen, genauso wie in der Team-WM. Da ist Aston Martin auf P2 aktuell. So, und damit soll es das von diesem heutigen kurzen, ja doch relativ unspektakulären Video auch gewesen sein. Ja, normalerweise sage ich, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, aber ja, ich bin ganz ehrlich, das heutige Video kann euch nicht viel Spaß gemacht haben. Hat mir persönlich nicht mal viel Spaß gemacht. Ich hätte es am liebsten gar nicht hochgeladen, aber ja, wie gesagt, es ist eine Serie auf YouTube, deswegen, ja, haken wir es ab. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.